haben uns jetzt so viel über den Aufbau des menschlichen Organismus erzählt, aber kein Wort über die Seele gesagt. Die habe ich nicht gefunden. Wo soll man da nach der Seele suchen? Den halte ich perforiert. Dick und lang. Durchlässig. Die Seele, das Leben. Ja, wo verstecken Sie sich? Im Kopf? Da ist nur Müll. Oder im Herzen. Also ich habe ja manchmal das Gefühl, dass beides eher in den Füßen sitzt. Wie meinst du das? Weil wenn einer erschrickt, also dann... Rauf! Dann spürt man plötzlich so viel Leben in den von Schrecken beseelten Füßen. Unsinn. Mach ja alles sauber. Der Lappen ist auch verdreckt. Der Lappen aber ist sauber. Ich mal selbst. Da habe ich was falsch gemacht. Das ist das Formalin. Was denkst du, dass ich auch schon tot bin? War keine Absicht. Und die Brombeersoße mit Carbol, die du mir gestern aufgetischt hast? Mit Carbol betäubt man doch den Schmerz. Ja, eine Weltschmerz und ein Seelenschmerz. Was die Seele ist und wo sie schlummert, weiß Gott der Herr allein und unser Menschenfeind. Schluss mit dem Geschwätz. Mit Carbol. Hopp! Einer fliegt schon. Und wo finde ich diese beiden Herrschaften? Gott ist überall. Also nirgends. Und der Teufel? Im Volk sagt man, wo das Geld ist, da ist doch der Teufel. Ja, ich habe kein Geld. Dann sind Sie auch kein Teufel. Da bin ich ja beruhigt. Und? Wer ist das dann? Das weiß man nicht so genau. Aber es heißt, der dicke am Marktplatz ist so einer. Wirklich? Und? Was würdest du dir wünschen? Vom Teufel? Aha. Zwei Sachen. Zuerst würde ich mir die ganze Welt wegwünschen. Und als zweites würde ich mir wünschen, dass ich sie öfter sehen dürfte. Wie willst du mich denn öfter sehen, wenn die Welt nicht mehr existiert? Ganz einfach. Die Welt geht unter, aber übrig bleiben Sie und ich. Such dir einen anderen. Ich bleibe lieber bei der Menschheit. Zum allgemeinen Nutzen. Der Tote kann weg. Möglichst schnell. Er stinkt schon. Ja, und wovon soll ich die Totengräber bezahlen? Ich soll bis morgen warten, dann bezahle ich alles. Tja, kommt's rein, ihr könnt den jetzt wegbringen. Und unser Geld? Morgen. Immer das Gleiche. So kalt. Das war's. Ich kurbel den Tisch runter. Du hältst da vorne und du da. Entschuldige. Alles entsteht und vergeht nach Gesetz. Nur über das Menschenleben herrscht ein schwankendes Los. Mach ihn da los und schnell. Der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein Innerstes erregen. Der über all meinen Kräften thront. Er kann nach außen nichts bewegen. Herr Professor, wann soll die zwei morgen kommen? Ich will nichts mehr hören. Ich habe Hunger. Hunger. Ich gehe. Wo wollen Sie denn hin? Wohin? Dahin. Halt ihn da fest. Was stehst du da wie eine Ochse vor dem Scheunentor? Er strampelt aber. Alter Esel, was zappelst du? Alles wie immer. Wie immer. Ihr Sohn, Herr Doktor. Ich sehe. Ich bin gleich fertig. Warum stinkt sie immer so? Halt ihn fest. Mein Vater, dunkler Ehrenmann.
Was nützt das alles ihm? Hey, du! Raus mit dir! Fort, was treibst du hier? Raus, raus mit dir, du Langfinger! Schau mal, was der Herr Professor da macht. Sag ihm, hier wird gearbeitet und nicht herumgesessen. Noch ein bisschen. Sie sollen kommen, Herr Professor. Säule. Kaputt. Was willst du? Nichts, dich sehen. Was gibt's da zu sehen? Ich bin noch kein Bild. Es ist zu fest und dafür nimmst du noch Geld? Von wem soll ich bitte schön Geld nehmen? Von denen da. Meine Patienten haben nichts. Mach ihn los, bitte. Gute Methode. Schon an vielen ausprobiert. Wie viele haben es überlebt? Ich habe nicht gezählt. Wie immer. Kannst du laufen? Weiß ich nicht. Stehst du fest? Ja, ja, ja. Dann verschwinde. Zum Henker. Morgen wirst du hoppeln wie ein Hase. Da hat aber einer die Streckbank gut überlebt. Na endlich. Ihr liebt euren Foltertisch, aber auf leeren Magen arbeitet sich nicht gut. Das stimmt. Das sind Gottes Gaben. Aha, Gottes Gaben. Kommt, Brüder, das Fleisch ruft. Wieder nichts aufgeräumt. Immer muss ich alles selbst machen. Dieser Georg. Riecht ganz gut, was gibt's da? Ich bin da. Los, wo ist mein Stock? Meins! Das ist mein Lohn. Von wem ist das Fleisch? Von Frau Weber, der Sie den Blinddarm abgezwickt hat. Nicht viel verdient. Ich habe nicht so viele Ansprüche wie der Herr Professor. Ansprüche? Ich habe nicht einmal Geld für Tinte. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten, aufs Haus. Setz dich. Aufs Essen. Auf alles. Ein Bären tut einem immer gut. Wenn ich nur wüsste. Was? Dass das, was ich mache, einen Sinn hat. Nein. Ich geb dir nichts. Nein. Wieso, wie meinst du das? Du willst doch Geld von mir haben. Ein jeder, der sich bescheidet. Komm da runter. Kann Schöpfer seines Glücks im Kleinen sein. Ja, ja. Das Glück im Kleinen. Schon tausendmal gehört. Arbeiten muss man und nicht betteln. Immer drängelt sie sich vor, unverschämt. Du schon wieder. Ich warte hier schon seit 2 Stunden. Ich bin auch krank. Was haben wir diesmal? Na, schauen wir mal. Du bist ja wie eine Zwiebel. Und komm nicht so leicht an dich ran. Leg dich hin. Komm, hilf mir. Ich verstehe nicht, was hat sie da?
Gib mir das Scheibenspekulum. Oder halt dir lieber die Beine fest. Ich arbeite Tag und Nacht. Ich liebe niemanden. Ich habe keine Familie. Ich schlafe nicht. Ich esse nicht. Ich finde deine Vorwürfe fehl am Platz. Ich tue mein Bestes, nur was nützt es, wenn die Seele leer ist. Ich spüre keine Freude mehr, keinen Hass, keine Mitleid, keine Erbarmen. Die Seele. Wozu so kompliziert? Es geht doch ohne. Materie. Schwarz. Dumpf. Ich schlage mit dem Hammer aufs Knie und das Bein zuckt. So ist es. Das ist mir viel zu wenig. Dann geh. Ich habe für dich kein Geld und keinen Lebenssinn. Na, schauen wir mal, was wir da haben. Schade.